Ja, im letzten Heimspiel in diesem Jahr unterlag der FCM den FV Ravensburg mit 0:2. Ich begrüße Sie recht herzlich zur heutigen Pressekonferenz. Ein besonderer Gruß gilt an die beiden Trainer, an Steffen Wohlfahrt aus Ravensburg und unseren Trainer Dubi Kolinger. Herr Wohlfahrt, herzlichen Glückwunsch zum Spiel, zum Sieg und welchen Kommentar gibt es? Hallo zusammen erstmal. Es war für uns heute eine schwierige Situation. Wir fahren hierher nach Hattingen, die wir noch nie zu Hause verloren haben. Ich selber als Spieler, glaube ich, mich nicht daran erinnern kann, dass ich hier mein Spiel gewonnen habe. Aber ich denke, die Mannschaft hat es heute sehr, sehr gut gemacht, kämpferisch, läuferisch und auch fußballerisch. Wir hatten am Anfang vielleicht bei der einen oder anderen Situation Glück, dass wir nicht in Rückstand geraten sind, aber ich denke, unterm Strich, mit der zweiten Halbzeit auch, trotz einmal Unterzahl, haben wir mehr Torchancen dann nochmal gehabt und haben dann auch völlig verdient gewonnen. Dankeschön. Vielleicht einfach mal einmal in Unterzahl. Manche Kommentare oder Ihre Sichtweise, wie kam es zu der gelb-roten Karte? Die gelbe Karte war eigentlich schon sehr umstritten, weil er einfach nur ein Schiedsrichter was gefragt hat, bekommt dann gelb. Und beim Rauslaufen sagte, die gelbe Karte ist ein Skandal. Und daraufhin entscheidet der Linienrichter über den Kopf vom Schiedsrichter hinweg, dass es eine gelb-rote Karte sein muss. Ja, sehr ärgerlich. Danke. Dubi, gab schon bessere Spiele unserer Mannschaft, oder? Muss man sagen, ja. Auch von mir, hallo. Ich glaube, das Steffen hat es auch schon gesagt, wir in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft waren, müssen auch führen nach einer halben Stunde und hatten das Spiel eigentlich auch dann im Griff, haben auch gute Kombinationen nach vorne gehabt, was halt wieder mal gefehlt hat, war einfach dann auch ein Tor zu machen. Da sind wir im Moment ein bisschen weit entfernt. Dass man den letzten Ticken oder den letzten Prozent dann kurz vorm Tor rausholen. In der zweiten Halbzeit dann muss ich sagen, war irgendwie bei uns auch die Luft raus. Wir waren eben meiner Meinung nach etwas platt auch, konnten dann die Überzahlsituation nicht nutzen. Haben dann zu behäbig gespielt, zu pomadig, sind kaum eigentlich dann nach vorne gekommen und da war ich mit der zweiten Halbzeit nicht zufrieden. Aber wie gesagt, wir sind in einer Phase jetzt, wo es dann kurz vor Weihnachten ist, wo die Kräfte auch mal nachlassen können, was selbstverständlich ist, aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich kann den Willen von meinen Spielern nicht absprechen. Aber wir haben dann ganz einfach nicht die Lücke gefunden durch die dicht besiedelte Abwehr. Das haben sie auch, muss man auch sagen, da Steffen recht, zu Recht dann verdient den Sieg verdient. Und von daher Glückwunsch an Ravensburg. Wir werden jetzt regenerieren diese Woche. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir so ein Training machen. Vielleicht auch mal wieder dosieren jetzt kurz vor Weihnachten und dann die letzten zwei Spiele versuchen, erfolgreich zu bestreiten. Unseren Zuschauern wünsche ich, dass das letzte Heimspiel war, bedanke ich mich natürlich für die tolle Unterstützung für das ganze Jahr jetzt auch, wo wir gehabt haben mit Regionalliga und Oberliga. Sie haben uns immer die Treue gehalten, hoffe, das bleibt auch im neuen Jahr so. Wünsche Ihnen frohes Weihnachtsfest hier in Berlin und wie gesagt, gehen jetzt die zwei letzten Aufgaben nochmal an und wollen da auch die nochmal erfolgreich absolvieren. Danke. Ja, auch Dank an dich. Gutes Fahren an die beiden Trainer. Herr Kollege, ich werde nochmal nachhaken. So eine rote Karte für einen Gegner, das kann ja normalerweise beflügeln, gerade wenn du einzeln zurückliegst. Warum ist das nicht geschehen? Was ja auch der gesehen hat, der Gegner steht dann auch noch tief. Ist ja klar, sind ja nur zu zehnt, wir haben Überzahl. Wir haben trotzdem versucht rauszuspielen, wir haben aber am Ball auch schlechte Entscheidungen getroffen nach vorne. Und wie es dann so ist, dann baut man Gegner auch auf, die haben Selbstvertrauen, liegen 1-0 vorne.
Und da ist natürlich schwer, auch dann durchzukommen. Wie gesagt, es ist auch Platz ist auch immer ganz gut, wenn man rausguckt. Aber wie gesagt, das ist keine Entschuldigung, das hätte man besser ausspielen müssen. Und ja, dann kam auch der verdiente Sieg von Ravensburg. Dann wünschen wir euch gute Heimfahrt. Feiert noch ein bisschen den Bus, habt ihr lange genug Zeit dafür, ja, weil ihr eben gute Restrunde. Ihnen wünsche ich jetzt noch nicht frohe Weihnachten, ist noch ein bisschen lang hin, aber eine schöne Vorweihnachtszeit. Und wenn Sie Lust haben, morgen Mittag 15 Uhr, unsere zweite Mannschaft gegen Heidensheim, hier in Schmieringen 15 Uhr, ist dann für eine längere Zeit, Tobi hat schon angesprochen, das letzte Punktespiel in Nöttingen. Lassen Sie es sich entgehen, kommen Sie vorbei. Ihnen an, wie gesagt, schöne Zeit und noch ein gutes Wochenende. Danke. Thank you.